Die Hisbollah hat einen Angriff auf Zypern angekündigt und das würde den Bündnisfall in der EU auslösen. Zusammen mit der demnächst stattfindenden Invasion von Libanon durch Israel würde das die Lage im Nahen Osten komplett eskalieren. Schauen wir uns mal die neuesten Meldungen an und was das für Zypern, aber auch für die Europäische Union bedeutet. Wenn ich mir die Nachrichten der letzten Tage genauer anschaue, dann läuft es mir wirklich eiskalt den Rücken runter. Die beiden Kriegsschauplätze mit europäischer Beteiligung scheinen gerade komplett aus dem Ruder zu laufen. Letzte Nacht hatte die Ukraine ja die Krim mit Langstreckenraketen beschossen und dadurch hat Putin die USA zur offiziellen Konfliktpartei erklärt. Und nun droht auch noch die Lage im Nahen Osten weiter zu eskalieren mit massiven Auswirkungen auf die Europäische Union. Der Tagesspiegel schrieb gestern, Hisbollah-Chef droht Zypern. Weitet sich der Gaza-Krieg auf die EU aus? Die Hisbollah-Miliz wirft dem EU-Mitglied Zypern vor, Kriegspartei zu sein. So soll wohl der internationale Druck auf Israel erhöht werden, nicht auch im Libanon einzumarschieren. Tja, was soll man dazu sagen? Ich meine, jeder von uns kennt ja Zypern eigentlich nur als tolles Urlaubsziel und vielleicht auch als Steuerparadies. Aber auf gar keinen Fall als eine Militärmacht oder als ein Land, von dem eine große Bedrohung ausgeht. Das große Problem ist aber, dass Zypern genau das EU-Mitglied ist, was am allernächsten an Israel dran ist und deswegen vor allen Dingen die westlichen Länder immer mehr Kriegsgerät dort stationieren und das Land als einen vorgeschobenen Brückenkopf nutzen will, sollte es zum Krieg kommen. Und außerdem ist Zypern als Partner von Israel besonders exponiert, weil britische Stützpunkte auf der Insel vor allem für die Angriffe auf die Houthi-Rebellen im Jemen benutzt werden. Und mittlerweile haben das, wie gesagt, auch die Hisbollah bemerkt und deswegen haben sie jetzt diese Drohung ausgesprochen. Vorherige Woche warnte Nasrallah, die Hisbollah werde Zypern als Kriegspartei betrachten, wenn die Inselrepublik ihre Häfen und Flughäfen für Israel öffne. Borrell versprach Zypern darauf den Beistand der EU. Militärisch wäre Zypern für Nasrallah Mitglied ein leichter Gegner. Die Hisbollah verfügt über 100.000 Raketen, die das 200 Kilometer entfernte EU-Mitglied vom Libanon aus binnen weniger Minuten erreichen könnten. Zypern hat keine nennenswerte Flugabwehr, um sich zu schützen. Und genau das ist der springende Punkt. Weil bisher haben ja sowohl die Hamas als auch die Hisbollahs, die Houthis und auch der Iran selbst massenhafte Raketen auf Israel abgeschossen, wovon aber die überwältigende Mehrheit von dem Iron Dome, also dem Raketenabwehrsystem von Israel, abgefangen werden konnte und der Schaden relativ gering ausfällt. Zypern dagegen, die haben keinen Iron Dome und auch ansonsten kaum irgendwelche Raketen oder Flugabwehren. Sollte die Hisbollah also ernst machen, dann könnten sie Zypern in Schutt und Asche legen, vor allen Dingen, weil, wie gesagt, dort ja die ganzen Militärstützpunkte der, vor allen Dingen auch der Briten sind. Allerdings würde das nur den Süden von Zypern treffen, weil der nördliche Teil ja zur Türkei gehört, also zumindest inoffiziell und absolut nichts mit dem Westen zu tun hat. Und deswegen jetzt die große Frage. Die westlichen Stützpunkte, vor allem die britischen Stützpunkte, sind ja schon sehr, sehr lange auf Zypern und auch die Angriffe der Briten auf die Houthis in Jemen von Zypern aus, auch die liegen ja schon eine ganze Weile zurück. Warum kommt diese Drohung der Hisbollah gegenüber Zypern erst jetzt und nicht damals direkt nach dem Angriff auf Jemen? Naja, ganz einfach, weil gerade jetzt plant Israel eine Invasion in den Libanon, also in das Zuhause der Hisbollah. Und deswegen droht, wie gesagt, die Hisbollah jetzt mit einem Gegenschlag, um damit den Druck auf die EU zu erhöhen und eventuell damit die Invasion zu verhindern. Die Schweizer Zeitung Blick schrieb,
Israel billigt Pläne für Offensive im Libanon, droht mit totalem Krieg. De facto wäre es eine begrenzte Invasion, doch Israel vermeidet den Begriff. Hochrangige Kommandeure haben operative Pläne für eine Offensive im Libanon genehmigt, teilte das israelische Militär am Dienstagabend mit. Das Pentagon warnt vor einer regionalen Eskalation. Die neuesten Entwicklungen lassen einen größeren Konflikt befürchten. Israel hat mehrfach gewarnt, dass es die Präsenz der Hezbollah an der Grenze nach den Gräueltaten vom 7. Oktober nicht länger dulden kann. Wird keine diplomatische Lösung erreicht, könnten israelische Einheiten bald in den Libanon eindringen, um die Hezbollah nach Norden zurückzudrängen, analysiert die Times of Israel. Und Israels Außenminister Israel Katz droht der pro-iranischen Schiitenmiliz Hezbollah mit totaler Vernichtung. In einem totalen Krieg wird die Hezbollah zerstört und der Libanon schwer getroffen, schrieb Katz am Dienstagabend auf Twitter. Wir stehen kurz vor dem Moment der Entscheidung, die Spielregeln gegen die Hezbollah und den Libanon zu ändern. Also, so wie es aussieht, stehen wir jetzt kurz vor der Explosion des berühmten Pulverfasses und vor einer regionalen Eskalation. Nachdem Israel in den letzten Wochen ja schon ganz Gaza platt gemacht hat, soll jetzt eben das nächste Land folgen, und zwar der Libanon. Der große Unterschied ist, dass die Hezbollah im Libanon deutlich stärker sind als die Hamas in Gaza. Sie haben ein Vielfaches der Raketen und auch ein Vielfaches der Soldaten. Und sie haben auch einen geografischen Vorteil. Weil während nämlich die Hamas in Gaza mehr oder weniger von Israel eingekesselt war, hat Libanon sowohl Syrien als auch Irak im Rücken und beides sind eben keine Freunde von Israel. Und außerdem ist der Libanon auch ungefähr 30 mal größer als Gaza, also die Hezbollah im Libanon sind ein deutlich stärkerer Gegner für Israel, aber trotzdem hat die Hezbollah natürlich keine Lust auf eine Invasion und deswegen drohen sie, wie gesagt, mit diesem Gegenschlag auf Zypern. Nasrallah, der Führer der Hezbollah, sagte: If Cyprus open its airports to Israel warplanes, we will attack Cyprus too. Zu Deutsch, wenn Zypern seine Flughäfen für israelische Kampfflugzeuge öffnet, werden wir auch Zypern angreifen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, aber warum sollten denn israelische Kampfflugzeuge die Flughäfen in Zypern benutzen? Sie könnten stattdessen doch auch ihre eigenen Flughäfen in Israel benutzen. Ja, das stimmt. Aber in den letzten Monaten hat Israel bereits mehrfach sowohl Syrien als auch den Libanon bombardiert und dafür eben die Flughäfen in Zypern benutzt. Israel greift nämlich aus taktischen Gründen von mehreren Seiten an, um die Flugabwehr der Hezbollah zu umgehen und damit einen größeren Luftraum abzudecken. Und dafür werden, wie gesagt, auch die Stützpunkte in Zypern benutzt. Wir können also festhalten, wenn Israel im Libanon einmarschiert, dann wird die Lage im Nahen Osten so oder so eskalieren. Und wenn wir dann riesengroßes Pech haben, dann wird auch noch Zypern und die ganze EU in diesem Krieg mit reingezogen. Und ich meine, es reicht ja nicht, dass die EU und vor allen Dingen auch Deutschland jetzt durch das ganze Thema Langstreckenraketen in den Ukraine-Krieg mit reingezogen wird. Warum denn nur in einem Krieg die Freiheit und Demokratie von Deutschland verteidigen, wenn man das nicht auch gleichzeitig in zwei Kriegen machen kann? Herzlichen Glückwunsch! Was sagt ihr denn zu dieser Drohung der Hezbollah, dass sie Zypern angreifen werden? Und was sagt ihr auch zu dieser Invasion im Libanon durch Israel? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare unter dem Video.